Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet, weit hinter den feindlichen Linien, am Fuße der Beskiden. Sie haben einen Auftrag auszuführen, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte. Bevor die Maschine ihr Ziel erreicht, wird sie beschossen. Die 5 Männer müssen über unbekanntem Gebiet abspringen. Georg wird dabei schwer verwundet und verliert die Verbindung zu seinen Freunden. So scheint der Geheimauftrag schon vor seinem Beginn gescheitert. Renate. Ich verfüge nicht so ungebunden über mich, wie ich gern möchte. Weiß Gott, leider. Ich ärgere mich, dass ich sie überhaupt an Flint abgegeben habe. Am liebsten möchte ich sie wieder zu mir zurückholen. Was meinen Sie? Das glaube ich Ihnen nicht, Standartenführer. Ich fühle mich aber, Obersturmbannführer Flint, als eine Art Vorposten von Ihnen. Sind Sie das auch, Renate? Als nichts anderes sehe ich meine Aufgabe an. Es freut mich, dass Sie mir vertrauen, meine Liebe. Wie kommen Sie bei Flint zurecht? Ich kann noch nicht viel sagen. Er ist sehr, sehr direkt. Ja, das trifft es. Er ist auch sehr, wie soll ich das sagen? Sie meinen misstrauisch? Ja. Ja, genau so könnte man seinen Arbeitsstil präzise kennzeichnen. Misstrauisch sind wir alle. Wir müssen es sein. Spätestens seit dem Attentat auf den Führer. Jetzt begreife ich. Wie meinen Sie das, Renate? Ich meine den Wissensdurst des Obersturmbannführers. Wonach dürstet es denn meinem verehrten Kameraden Flint besonders? Morgen ist doch diese wichtige Besprechung beim Oberkommando der Heeresgruppe. An der ich ja auch teilnehme. Bis dahin möchte der Obersturmbannführer, wie er sagte, klüger sein als jetzt. Vor allem um Fakten, die nicht in den Akten stehen. Wie meint er das? Hat er was Spezielles? Es geht wohl um die Abwehrstelle hier in Bochnia. Klar. Zirgibel und Frenzel. Weiter? Ja, und
Und warum die Nachricht über die abgesprungene Gruppe Sie so sehr interessiert. Aha. Und... Ach ja, jetzt hab ich's. Was Wadowitz bedeutet? Wadowitz? Ja. Was Wadowitz bedeutet für Sie und für die abgesprungene Gruppe? Sie haben sich da nicht verhört? Gewiss nicht, Standartenführer. Genau danach hat er gefragt. Bitte, Obersturmführer. Wir haben also zwei neue Spuren, die uns weiterbringen könnten. Einmal die vage Vermutung von Oberstabsarzt Laue, dass dieser Standartenführer ihn nicht ohne Grund zweimal so nebenbei nach dem Sanitätspark in Wadowitz gefragt hatte. Und zum Zweiten der Hinweis des sterbenden Wonsinski, dass seine Schwester Lydia zwangsverpflichtet ist in einem unterirdischen Rüstungsbetrieb der Faschisten und dass sie etwas weiß vom Schicksal ihres verschollenen Bruders. Den wir suchen. Und drittens, dieses Mädchen in Uniform. Ich möchte, dass du sie dir ansiehst, Georg. Dann müssen wir uns beeilen. Falls sie kommt. Hast du Fahrrad besorgt? Steht bereit. Wann willst du senden? In einer Stunde senden, dann gleich auf Empfang. Janik bleibt bei mir? Gut, Boris. Wie lange fahren wir bis Jerza? 20 Minuten. Willst du so fahren? Nein. Diese Verkleidung benutzen wir nur, wenn wir sie unbedingt brauchen. Ich lasse sie jetzt nach Hause bringen. Es war angenehm in Ihrer Gesellschaft, Renate. Ich danke Ihnen. Es war reizend mit Ihnen, Standartenführer. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich möchte, dass Sie bis dahin... Wenig sagen, viel hören. Ich sehe, wir verstehen uns immer besser. Eine Sekunde, bitte. Ich bin entsetzt, Sie hier zu sehen, Beisel. Ich habe versucht, Sie telefonisch zu erreichen, um mir die Erlaubnis einzuholen. Leider vergebens. Sie wissen genau, dass Sie die nie bekommen hätten. In 10 Minuten in meinem Dienstzimmer. Jawohl. Ärger? Öfter als einem lieb ist. Ich habe den Mann nie gesehen. Können Sie auch gar nicht. Ist der Obersturmführer nicht von unserer Dienststelle? Nur mittelbar. Sie wird voraussichtlich aus Richtung Sierza kommen. Du gibst erst das Zeichen, wenn du sicher bist, dass dir niemand folgt. Mhm. Wo habt ihr euch verabredet? Dort drüben im Unterholz. Unverbindlich, wie sie extra betonte. Sie wollte es von den Umständen abhängig machen. Hoffen wir, dass diese günstig sind. Die Verbindung mit dem Mädchen könnte uns über manches Aufschluss geben.
Kannten Sie den Obersturmführer, der eben hier war? Nein. Warum lachen Sie? Es war so komisch. Der Obersturmführer hatte bei mir seinen Mantel gelassen und eben wieder abgeholt. Aber es war seltsamerweise kein Offiziersmantel. Sondern? Es war der Mantel von einem Sanitätsfeldwebel. Zuerst wollte er ihn anziehen, dann hat er ihn aber nur über den Arm gelegt und ist nach oben gegangen. Vielleicht hat er ihn für jemanden mitgenommen. Auf jeden Fall komisch. Sie können hier schon wenden. Die letzten Schritte gehe ich zu Fuß. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich will noch ein bisschen frische Luft schnappen. Unter anderen Umständen würde ich Ihnen wegen Befehlsverweigerung einen Tatbericht an den Hals hängen, Beisel. Wir sind hier nicht an der Front, Standartenführer. Hier ist für Sie die Front, Obersturmführer! Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich ab und zu mit meinem richtigen Dienstgrad angesprochen werde. Und nicht immer dieses stupide Jawohl, Herr Feldwebel, hören muss. Ich sitze Tag für Tag und Nacht für Nacht tief unter der Erde in meinem Rattenloch. Ohne Licht und ohne Luft. Wie in einem Kerker. Ich war einfach scharf darauf, einmal anständig gekleidet in einer gepflegten Umgebung sein zu dürfen. Ohne Theater, ohne Verkleidung. Ohne mich immer verstellen zu müssen. Und nur weil Sie wild darauf sind, wieder einmal Hosen mit Bügelfalten zu tragen und in Ihrer schwulen Geilheit jungen Offizieren auf die strammen Schenkel zu glotzen, bringen Sie Ihren und meinen Kopf in Gefahr. Sie werden sich noch mehr und noch öfter verkleiden müssen in Zukunft als bisher. Aber ich bitte mir mehr einsichtige Disziplin aus, Beisel. Nehmen Sie Platz. Aus Ihren Unterlagen sehe ich, dass Sie eine Tante in Wilitschka haben. Uralt, schon halb tot. Wenn sie überhaupt noch lebt. Sie lebt. Ich habe das feststellen lassen. Und wozu das? Sie werden sich dort einquartieren. Unauffällig. Und als Zivilist. Die Leute in der Umgebung sollen sich an Sie gewöhnen. Aber ich muss doch meinen Dienst als Feldwebel im Sanitätsfall. Dort haben Sie einen neuen Mitarbeiter zur Entlastung. Einen Gefreiten, der die Arzneimittel abfertigt. Und nichts weiß von dem Archiv. Darf ich fragen, warum? Keine Fragen. Sie halten Befehl und haben sie auszuführen. Bei gegebener Veranlassung werde ich Ihnen Näheres erläutern, Beisel. Thank you.
sie kommt. Das war Hannas Zeichen. Noch einmal. Nicht drängen, nicht mehr verlangen, als sie freiwillig zu geben bereit ist. Ich habe wenig Zeit. Was bringen Sie? Was geben Sie? Vertrauen. Wer sind Sie? Patrioten, wie Sie. Sie können vertrauen. Ich muss. Ich habe keine andere Wahl. Sie haben gesagt, dass ich im Moment nicht funken darf. Das gilt auch weiter. Zirigibel ist mit seinem Peilwagen unterwegs und sucht fieberhaft auf Ihre Frequenz. Meine Nachrichten müssen aber unbedingt weitergehen. Übernehmen Sie es für mich. Wo ist Ihr Funkgerät? In einem sicheren Versteck. Dort, wo ich mein Fahrrad aufbewahrt habe. Übernehmen Sie es, meine Freunde zu warnen? Sagen Sie, was Sie wissen. Wir entscheiden dann. Morgen ist eine sehr wichtige Besprechung im Oberkommando der Heeresgruppe, auf der die Aufgaben des SS-Sonderstabes Wilischka beraten werden. Es werden Maßnahmen zur Bekämpfung der Partisanen und der Widerstandsgruppen in größerem Maßstab festgelegt. Des Weiteren ein Plan zur Sprengung und völligen Zerstörung der wichtigsten Industriezentren bei einer eventuellen Frontverlagerung. Und diese Pläne wollen Sie an Ihre Freunde weitergeben? Ich muss. Das ist meine Aufgabe. Soweit ich Details erfahre. Und wenn ich es nicht kann oder nicht darf, müssen Sie es tun. Hier ist der Code und die Formulierung des nächsten Funkspruches. Das ist doch wieder reiner Dilettantismus, Mädchen. Die Fachleute sind Sie. Wie kommen Sie darauf? Sie gehören zu der abgesprungenen Gruppe, für deren Aufgaben sich Standartenführer Haug und der Leiter des SS-Sonderstabes Obersturmbannführer Flint stark interessieren. In diesem Zusammenhang ist einige Male in geheimnisvoller Weise von dem Städtchen Wadowitz die Rede gewesen. Wie wir es auch betrachten, Beisel, das Objekt bindet Sie an mich. Total. Vertrauen habe ich in Sie und in Ihre Fähigkeiten. Beweise haben Sie genug. Ich muss mich aber auch felsenfest auf Ihre Disziplin verlassen können und auf Ihre Standfestigkeit. Dann darf es in Zukunft keine Schnitzer mehr geben, Beisel. Ich verspreche es, Chef. Bereiten Sie Ihren getarnten Umzug vor und arbeiten Sie ab morgen Ihre neuen Gehilfen ein. Ich besuche Sie in den nächsten Tagen. Wir werden uns an Ort und Stelle Gedanken machen müssen, wie wir das Archiv noch besser absichern und schützen können. Besteht akute Gefahr? Kostbarkeiten sind immer in Gefahr, Beisel. Das Archiv ist sicher, Standartenführer. Sie behüten einen Schatz, Beisel, der kostbarer ist als der Heilige Gral in Wagners Parsival oder die Bundeslade der Juden im Alten Testament. Nicht umsonst untersteht dieses Archiv dem Reichsführer SS persönlich und die Ergebnisse werden unmittelbar im Führerhauptquartier ausgewertet. Das dort vorhandene Material hat eine Explosivkraft wie Hunderttausende von Tonnen Dynamit. Ich muss gehen. Mein Fernbleiben kann entdeckt werden. Wir müssen eine Möglichkeit ausmachen, wie wir schnell und unkompliziert Kontakt zueinander bekommen können. Daran habe ich schon gedacht. Hier ist eine Orientierungsskizze von einer Stelle nahe bei Siazza, wo wir Nachrichten hinterlassen könnten. Haben Sie eine Möglichkeit, sich in unser Telefonnetz einzuschalten? Ich glaube schon. Sollte ein außergewöhnlich dringender Fall eintreten, melden Sie sich punkt 22 Uhr bei Bussard 5. Das bin ich, Renate Wiesner.
richten Sie Grüße aus von Klaus. Ich folge ihr mit dem Fahrrad. Ernst soll hier auf mich warten. Du fährst sofort zurück zur Waldhöhle und sagst Janik, er soll so schnell wie möglich eine Verbindung zu Hanka herstellen. Das kann ich doch selbst von hier aus gleich machen. Bis du zurück bist, ist Nachricht da. Einverstanden, Heiner. Psst, sie kommt. Beeil dich, Junge. Je früher ich mit Hanka zusammentreffen kann, desto besser. Denk daran, Wettlauf mit der Zeit. Teschendorf, verbinden Sie mich mit Bussard 1. Hier ist von Teschendorf. Sie erinnern sich? Ja, ganz recht. Ich möchte Sie sprechen. Ziemlich bald. Gut. Ich erwarte morgen Ihren Anruf. Mann, mach hin! Wir sind auf Bandenjagd und ich muss schnell unsere Dolmetscherin holen. Ist ja schon in Ordnung. Sei vorsichtig beim Überholen. Vor dir ist unser Peilwagen. Meinetwegen kann dort fahren, was will. Seid ihr in einer halben Stunde noch da? Mann, die ganze Nacht. Dann bis nachher. Nichts. Soll ich die Frequenz wechseln? Auf keinen Fall. Bleiben Sie stur auf 3248 Kilohertz. Jawohl. Hänselmann! Herr Major! Die beiden Peilwagen sollen langsam um die Höhe 431 fahren und dann weitere Befehle abwarten. Menschenskind Frenzel. Wenn wir heute Nacht wieder nichts erreichen, bekommen wir morgen Nachmittag bei der Stabsbesprechung so dicke Zigarren verpasst, dass wir bis zum Ende des Krieges dran zu qualmen haben.
Wo waren Sie? Ich war vom Obersturmbannführer beurlaubt zur Burg. Wir haben Sie gesucht. Der Chef hat beim Standartenführer nachgefragt. Der sagte, dass er Sie bis hier vors Haus fahren ließ. Ich hatte vom Alkohol starke Kopfschmerzen und ging noch ein bisschen an die frische Luft spazieren. In Feindesland? Spazieren geht die Dame. Trotz strengstem Verbot. Lassen Sie mich durch. Das kann ich vor dem Chef selbst verantworten. Weshalb haben Sie mich gesucht? Das wird Ihnen der Obersturmbannführer sicher selbst sagen wollen. Ich bin in meinem Zimmer zu finden. Holen Sie meinen Mantel aus. Wir machen noch einen Spaziergang. Ja. Kaum das Ziel der jungen Dame gewesen sein. Weiß man's? Ist da was drin? Nee. Leer. Nichts. Such! Fass, Attila! Los! Ein Liebesnest? Na also, mein Geschmack wäre das zwar nicht hier, aber... Warum nicht? Weich, warm, verschwiegen? Die Wiesel ist allerdings nicht gerade der Typ dafür. Ah, Laux, darin haben sich oft genug selbst die klügsten Männer der Welt getäuscht.
Was Sie wohl hier gewollt haben, Mark? Lassen Sie mal aus. Ich werde der Dame bei Gelegenheit auf den Zahn fühlen. Wieso auf den Zahn? Ich habe eine Nachricht für euch von meinem Bruder Stefan. Georg und Janek sind zurück. Oh. Ja? Kannst du mitkommen? Warte einen Moment. Ja, wer ist da? Der Chef lässt fragen, ob er Sie noch zu einer Flasche Wein erwarten kann. Richten Sie dem Herrn Obersturmbannführer meinen besten Dank aus. Aber ich liege schon im Bett. Objekt Wanowitz, Arzneimittelverwaltung. Wachhabender Unteroffizier Lechner. Keine besonderen Vorkommnisse. Danke. Lassen Sie die Maschine in die Garage bringen. Transporte? Für morgen früh ist ein Lastwagen vom Hauptverbandsplatz avisiert, der Arzneimittel abholen wird. Und ein Gefreiter, der Sie beim Abfertigen der Ladung unterstützen soll. Gut, wenn was ist, rufen Sie an. Ich bin in der unteren Abteilung. Jawohl, Herr Feldwebel, in den Gifträumen. Ganz recht, Unteroffizier. Gott sei Dank, dass Sie kommen. Was machen Sie hier? Ich suchte nach einem Ausgang. Nach was? Ja, ich kam hier nicht mehr raus. Ich war eingeschlossen. Das Rollo ging hinter mir runter und ich saß drin wie ein Karnickel in der Falle. Wie kamen Sie überhaupt hier rein? Es war immer so langweilig, hier unten auf Posten. Da habe ich die Tür oben aufgeschlossen und bin mal die Treppe runtergegangen. Einfach so aus Neugierde. Und dann? Da stand ich vor dem Rollo mit dem Totenkopf. Da habe ich ein bisschen gesucht und durch Zufall hat sich der Stein unter meinen Fingern bewegt. Dann haben Sie auf den elektrischen Knopf gedrückt?
Ja, da ging das Rollo hoch und ich bin durch. Und kaum war ich drin, da hat sich's von selbst wieder geschlossen. Und ich saß hier im Gang drin, war eingesperrt. Und da habe ich hier nach einem anderen Ausgang gesucht. Und? Haben Sie ihn gefunden? Waren Sie drin? Nein, Herr Feldwebel. Ich glaub's nicht. Aber sehen Sie doch selbst, es passt ja keiner von dem Bund. Glauben Sie mir doch, Herr Feldwebel. Wer hat Sie geschickt? Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, hier einzubrechen? Niemand. Wissen Sie, was hier drin ist? Nein. Ich nehme an, giftige Arzneimittel. Impfstoffe. Vielleicht Giftgas. Ich will's auch nicht wissen. Kommen Sie. Ich zeig's Ihnen. Nein, Herr Feldwebel. Dankeschön. Aber nicht nötig. Na, zufrieden? Neugierde gestillt? Und ich hab wunder was geglaubt, was hier drin sein könnte. Und dafür den großen Aufwand mit Doppelposten, Wachvergatterung und so ein Theater? Sie sind ja Obersturmführer. Sie sind ja SS. Warum denn nicht? Warum haben Sie denn zwei Uniformen? Einmal Feldwebel und einmal SS-Offizier. Sehen Sie, Sie sind doch ganz schön neugierig. Ich hab's ja gewusst. Ich muss ja zurück auf Posten. Die Postenordnung haben Sie sowieso schon verletzt. Werden Sie eine Meldung machen, Herr Obersturmführer? Ach was. Man hat uns nämlich bei der Wachvergatterung ganz anständig eingeheizt. Wie denn? Bei Wachvergehen nicht Tatbericht und Strafbataillon oder so? Nein, gleich Kriegsgericht und Zuchthaus oder... Oder? Oder was? Bei schweren Vergehen gleich... Todesstrafe. Und? Was glauben Sie, haben Sie verdient? Ist ja gar nichts passiert. Ist ja nichts gewesen, Herr Obersturmführer. Was ist denn das? Sie suchten doch nach dem zweiten Ausgang. Hier ist er. Wo geht es denn dahin? Nach draußen. Ich? Durch den Gang durch? Natürlich. Geh nur. Spaß halber. Na, geh nur. Ich mach die Tür auf. Und Sie machen wirklich keine Meldung? Aber wo denkst du hin? Du bleibst ungerupft. Ich hab ja mein Gewehr vergessen. Das brauchst du nicht mehr, mein Junge. Was ist denn, Herr Feldwebel? Aber ich hab doch gar nichts gemacht, Herr Obersturmführer! Schon möglich, Junge. Lass das. Hat keinen Zweck. Aber Sie können mich doch nicht so einfach so... Doch. Ich kann. Ich muss sogar.
Wie heißt du denn übrigens? Soldat Schirmer, Herr Feldwebel. Oh Gott, der ist ja irre. Sie sind ja verrückt! Lass mich raus hier, du Hund! Zwecklos, Soldat Schirmer. Lass dich einfach fahren. Es tut nicht weh. Streichen Sie den Soldatenschirmer von der Wachliste, Unteroffizier. Er hat von mir einen anderen Auftrag bekommen. Jawohl, Herr Feldwebel. Sie haben alles zerschlagen. Jeden Widerstand. Es gibt nur noch Splittergruppen. Misstrauen überall. Spitzel. Du willst aufgeben? Nie. Nur, es ist schwerer als früher. Wir werden immer weniger. Du musst aufpassen, Renate. Wir brauchen dich. Du hast eine wichtige Position in unserer Gruppe. Viele Leben hängen von dir ab. Nicht nur deines und meines. Ich weiß. Aber es macht mich nicht freier, wenn du das sagst, Klaus. Es bedrückt mich. Es belastet mich nur noch mehr. Wie lange noch? Wie lange noch? Wenn man nicht funken kann, weil alles abgehört wird, muss man diese Meldung anders weitergeben. Wie heißt der Text? Es ist eine Warnung an bestimmte Gruppen, dass die Faschisten verschiedene Industrieobjekte zur Zerstörung vorbereiten. Wie lange können wir nicht senden, Boris? 3 Tage. Von der Zentrale strenge Funkstille verordnet. Zu unserer Sicherheit. Wir können nur abhören, nicht senden. Dann werden wir diesen Text weiterleiten. Wie willst du das machen, Hanka? Unser Netz funktioniert, viele Stationen, aber Zentrale verteilt gut. Bei uns sagt man, ein Partisan hat 1000 Augen zu sehen und 1000 Ohren zu hören. Diese Nachricht ist so wichtig, dass sie bestimmt ihr Ziel erreichen wird. Und jetzt das Wichtigste für euch. Eine Gruppe aus Stefans Abteilung hat eine ganze Weile Wadowice beobachtet. Leider wenig Ergebnis. Haben aber ein paar Sachen entdeckt, die aufmerksam machen. Alle 3 Tage geht ein Wachkommando von der Kaserne zu Arzneilager von Sanitätspark. Die Genossen haben beobachtet, dass diese Wachen nach Ablösung sofort in Lastwagen nach Bochnia zur Bahn gebracht werden. Von dort Richtung Fond. Das ist eine Sache. Zweiter Verdachtsmoment ist, Stefans Genossen fragen, warum für Arzneiflaschen, Salben und solche Sachen, auch wenn Gift ist, so große Wache und Doppelposten. Ach, natürlich. Ich bin dumm wie vernagelt. Natürlich, die haben hier ihre Arzneimittel unter schärferer Bewachung als ihre Munitionsbunker. Zwar nicht auffällig, aber doch erkennbar. Zumindest sollte ich es erkennen. Also könnte in diesem Objekt etwas stecken, was man unter allen Umständen verheimlichen will. Und mit Arzneimitteln und deren Transport tarnt. Die Genossen meinen, wenn in Wadowice oder Umgebung etwas verborgen sein könnte, dann nur dort. Dann werde ich abgelöst. Habt ihr mich vergessen? Entschuldige, Heiner, 3 Minuten bin ich draußen. Also rein ins Objekt. Ist nur die Frage, wie. Auf alle Fälle mit Bedacht und nicht wie bei den Düppeler Schanzen. Bei jedem Angriff Erspähtrupp und Aufklärung. Stefan kann vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen. Er hat Schwester von Wonsinski gefunden, Lydia. Wo waren Sie? Nicht Wohnung. Das ist nicht möglich. Das fällt auf. Wonsinski hat doch gesagt, Lydia arbeitet in dem Salzbergwerk bei Wielitschka, wo die Faschisten ihre Rüstungsfabrik. Richtig. Dort bringt Stefan euch hin. Heute. Wir haben noch einige Stunden Zeit zur Vorbereitung.
Schichtwechsel ist um 8 Uhr. Aufwachen, Kameradin Wiesner! Schnell, schnell! Ja? Was ist? Fragen Sie nicht, machen Sie auf! Ihr Typ wird dringlichst auf der Burg verlangt. Es eilt, Madame. Im Konferenzraum muss bis 10 Uhr zusätzlich noch Fernschreib- und Telefonleitung installiert werden. Sie haben das anschließend nach Funktionsprüfung zu übernehmen. Wann soll ich fertig? Auto wartet in 5 Minuten vor der Tür. Vielleicht beeilen Sie sich ein bisschen mit Ihrer Morgentoilette. Streckenbauer, Nachsteuern 12. Elektriker, neue Leitung von Steuern 14 zur Halle 3. 5 Mann Schienenleger. Steuern 5 und 10 ausbauen. Zimmerleute. Austausch und Erneuern von Stützbalken und Stempeln in Steuern 6. Vier, acht, zwölf, 16, 20 ab als Lorenfahrer. Der Rest Munition laden. Mit den 8,8 Flakgranaten von Halle 4 zur Verladerampe nach oben.
Hier ist die erste Meldung des Fernschreibers. Generalmajor Stubenegger bittet, die neueste Frontlage gleich zu Beginn der Konferenz vortragen zu können. Das bedeutet Umstellung der Tagesordnung. Wird dem Chef gar nicht schmecken. Wie weit ist der Telefonanschluss? Ich erwarte die Funktionsprobe. Ich rufe den Chef von Haugs Dienststelle aus an. Bis die ersten Herren eintreffen, bin ich wieder zurück. Bussard 1A. Achtung, Funktionsprobe. 1, 2, 3, 4, 5. In Ordnung. Deutsche. Schlucham. Tak. Dobrze. Das ist Lydia. Sie ist genau instruiert. Sie hat den Auftrag von der Leitung, euch zu helfen. Psst. Ihr habt Zeit. Es ist alles abgesichert. Ich habe Auftrag, Ihnen zu helfen, wenn ich kann. Was wollen Sie wissen? Wir suchen Wonsinski. Ich? Ich bin Lydia Wonsinska. Wir suchen einen Mann mit Namen Wonsinski. Altstadt von Wilitschka, Ulica Karkowska Nummer 17. Das war unsere Wohnung. Ich habe zwei Brüder, Zwillinge. Ein Bruder wurde vor kurzer Zeit nach Deutschland verschleppt. Und der andere? Er ist der, den wir suchen. Er ist tot. Oder vielmehr so gut wie tot. Wo ist er? Sie meinen, dass was von ihm übrig ist. Kommen Sie. Kriechen Sie durch nach unten, dann durch das Rohr nach links. Sie finden dort allein weiter.
treten Sie ein. Ich weiß, Sie sind Freunde. Kommen Sie näher. Ich kann Sie nicht sehen, ich bin ohne Augenlicht. Täuschen Sie sich nicht. Ich bin kein alter Mann. Ich bin gewiss nicht viel älter als Sie selbst. Aber mein Körper ist tot. Getötet, weil ich von Dingen wusste, die Tod bringen. Unweigerlich. Wer sind Sie? Mein Name ist Wunschinski. Marek Wunschinski.